Ich ziehe mir jetzt so einen Handschuh an und damit gehe ich jetzt ins Wasser. Dann merkt man, dass der Handschuh so ein bisschen kleiner wird, so ein bisschen schrumpft. Die Ausgangssituation ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Es sind Kinder zwischen der 2. und 4. Klasse. Und ja, ich denke, das macht den Kindern Spaß. Der Gummi, das wird so ganz lang gezogen. Wenn man es reintut, wird es leichter und wenn man es raustut, wird es schwerer. Weil sich das, wenn man das reindrückt, so ansaugt. Wir machen Projekte, Angebote und in den Ferien eben Ganztagsbetreuung für die Kinder, die hier in unseren Hort kommen. Also ich denke, das Angebot Forscherferien ist einfach für die Kinder was Neues und was Interessantes, was sie auch gerne in Anspruch genommen haben. Und dann haben wir Boote gemacht aus Knete, aus roter Knete. Und dann haben wir das so ins Wasser gelassen und dann haben wir Murmeln reingetan. 27, dann der 2. Platz war 26. Ich und Letizia, meine Nachbarin, wir hatten beide 20. 4. Platz. Heute sind wir der Frage nachgegangen, was passiert mit dem Wasser, wenn ich Gegenstände hineintauche, beziehungsweise untersucht, was für Gegenstände denn schwimmen und welche denn sinken. Das Konzept Forscherferien beinhaltet, Kinder für Naturwissenschaften zu begeistern, indem man ihnen im Rahmen der Ferien Experimente, Exkursionen zu Themenschwerpunkten anbietet und das nicht nur punktuell einmal, sondern zielgerichtet in einem größeren Zeitraum. Es geht also darum, das Ganze zu verstetigen, um hier ein langfristiges Angebot zu etablieren, das an die Bedürfnisse und auch an die Möglichkeiten, die wir hier in Erfurt haben, angepasst ist. Und ein Schritt wird also sein, dass angedacht ist, mit den Kindern, die im Rahmen der Forscherferien experimentiert haben und Exkursionen durchgeführt haben, dass denen angeboten wird, an Forscherarbeitsgemeinschaften teilzunehmen. Jetzt ist das sozusagen explodiert. Jetzt habe ich den Ball runtergedrückt und dann ist er wieder hochgekommen. Der Kleine, der ist halt nicht so hoch gespritzt, aber der ist ja auch am kleinsten. Und darum denke ich, das hat er auch gut gemacht, der kleine Ball.